Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir Grüne, um das gleich vorab klarzustellen, wir haben nichts gegen verbesserte Verwaltungsabläufe oder ressourcenschonende Neuerungen. Wir haben nichts gegen schnellere und bessere Asylverfahren und auch nichts gegen das Optimieren behördlicher Abläufe, sodass Schutzsuchende besser integriert werden können. Wogegen wir aber schon was haben, sind Gesetzesentwürfe, die vorgeben, diesen Zielen Rechnung zu tragen, aber an anderer Stelle rechtsstaatliche Grundsätze verletzen. Und genau das ist das, was mit Ihrem Gesetzentwurf hier passiert, meine Damen und Herren. So soll das Ausländerzentralregister um Angaben zum Asylverfahren, erweiterte Identifizierungsdaten zur Erleichterung der Abschiebung vollziehbar Ausreisepflichtiger sowie Angaben zu Daten der Förderung der freiwilligen Rückkehr erweitert werden. Für diesen Zweck sollen künftig sogar private Träger, Beratungsstellen, Wohlfahrtsverbände zur Speicherung und Weitergabe von Daten verpflichtet werden. Und ich möchte Ihnen einfach mal einen anderen Blick auf diese Sache geben, meine Damen und Herren. Solche Vorgaben gefährden das Vertrauen zwischen Rückkehrberatungen und Geflüchteten erheblich und machen eine Beratung in einem geschützten Raum quasi unmöglich. Gerade den Trägern wird der nötige Freiraum genommen für eine unabhängige Rückkehrberatung. Und darüber hinaus ist die Herabsetzung des Mindestalters zur Abnahme von Fingerabdrücken von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen geplant. Das wurde ja auch schon erwähnt. Künftig statt 14 Herabsenkung auf 6 Jahre. Und Sie müssen sich das mal vorstellen. Ja? Ein Kind mit, sagen wir mal, 7 Jahren ist aus welchen Gründen auch immer allein nach Deutschland geflohen. Und eine der ersten Erlebnisse dieses Kindes wird es sein, nachdem es sicher eine ganze Reihe von schweren Momenten in seinem Leben schon erlebt hat, die Entnahme von Fingerabdrücken, möglicherweise bei der Polizei. Meine Damen und Herren, die Altersgrenze, kann die AfD gerne mal zuhören, die hat da reingerufen und gefragt, was daran so schlimm ist. Ja? Die Altersgrenze von 14 Jahren ist nicht aus blauem Dunst entstanden. Sie richtet sich nach der Verfahrensfähigkeit des Kindes, denn der Schutz der Rechte von Kindern orientiert sich auch daran, dass das Kind in der Lage ist, zu verstehen und einzuordnen, was mit ihm passiert. Und das ist in diesem Fall dann nicht mehr gegeben. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, weil wir bei dieser Beratung jetzt am Anfang sind, möchte ich aber trotzdem gerne noch etwas grundsätzlicher werden. Ja, es geht bei diesem Gesetzentwurf ja um das Ausländerzentralregister, einer der größten automatisierten Register der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Über 10 Millionen Menschen sind dort erfasst, 26 Millionen persönliche Datensätze. Zugreifen dürfen auf diese Daten über 100.000 Personen. Diese Zahlen machen einem Sorgen, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass die ohnehin schon sehr weitreichende Erfassung, Speicherung und Weitergabe von Daten nun auch noch ausgeweitet werden soll. Dieses Gesetz beschneidet das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht klargemacht, dass in Bezug auf die Datenerfassung von Ausländern der Schutz der Persönlichkeitsrechte ebenfalls zu achten ist. Hinzu kommt, und das finde ich eigentlich wirklich mit den schärfsten Punkt, ja, dass sich trotz der erheblichen Ausweitung dieser Zugriffs- und Nutzungsrechte in dem gesamten Entwurf keine Regelung findet, die dem Schutz der Betroffenen und ihrer Daten dient. Ich finde, da haben Sie wirklich noch eine Hausarbeit zu erledigen. Eine wesentliche datenschutzrechtliche Bestimmung ist aber auch, dass man nicht blind sammelt, sondern anlassbezogen Daten erhebt. Auch davon ist der Gesetzentwurf weit entfernt. Und dann kommt noch hinzu, dass die Grundlage, nämlich das Ausländerzentralregister selbst, ohnehin schon an vielen, vielen Stellen rechtsstaatliche Fragen aufwirft. Das Register, und da muss man der linken Fraktion wirklich dankbar sein, dass sie das durch kleine Anfragen immer wieder auch herausarbeitet, das Ausländerzentralregister ist eher von Chaos denn von validen Daten geprägt. 230.000 Menschen sind nach dem AZR angeblich ausreisepflichtig. Diese Zahl hat, glaube ich, jeder in der Unionsfraktion sich gemerkt. Also ich werde sehr häufig damit konfrontiert. Hinterfragt haben Sie sie aber nie. Dass eine hohe Zahl derer, die als ausreisepflichtig gelten, nicht mehr in Deutschland ist, ein anderer großer Teil sich noch im Asylverfahren befindet und überhaupt nicht ausreisepflichtig sein kann, ist genauso absurd wie der Umstand, dass das Register noch Personen führt, die verstorben sind, mittlerweile eingebürgert wurden oder gar nicht mehr in Deutschland leben. Ja, das ist die Grundlage, auf der Sie Politik machen. Die Zahlen nutzen Sie, um sozusagen Maßnahmen daraus abzuleiten. Ich finde das unseriös. Genauso unseriös ist es aber, diesen Missstand nicht zu beenden. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nur ein letzter Satz. Ihre Redezeit ist abgelaufen. Herr Präsident, vielen Dank für die Toleranz. Dankeschön. Als nächster Redner hält der Kollege Thorsten Frey das Wort. Vorher erscheint. Wir sind, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt in der Zeit bei knapp 4 Uhr morgens. Ich bin gebeten worden, in der mir eigenen zurückhaltenden Art dafür Sorge zu tragen, dass die Redezeiten eingehalten werden. Und dafür werde ich auch sorgen. Herr Kollege Frey, Sie haben das Wort.